fed. Und die senden auch Geschützschiffe gegen mich. So, Holz. So, dann brauche ich einen, der mal das hier repariert für mich. Und mehr Goldsammler. Und meine Schildkröte macht am besten hier weiter. Verbessert den Angriffsschaden von Katapult und Kriegsbackkassen gegen... Ah, jetzt kommt dann wieder eine Armee. Den kriege ich aber normalerweise tot. Brauchen wir Sichtweite. Und da muss ich jetzt dringend gucken, dass ich die Türme einreiße. So. Ach so, die Reichweite von meinem Kriegsbackkasten ist gleich mal so groß. So, danke. Okay, noch zwei zusätzliche, dass sie die Türme schneller einreißen. Ich nehme mal nicht an, dass ihr Türme heilen könnt. Und ich habe keine Nahrung mehr, das heißt, ich muss nicht Türme, Schiffe heilen. In Wedge. Toll, weder meine Truppen noch meine Schiffe sehen wirklich gut aus. So, den zweiten Turm kann ich jetzt erst einmal ignorieren. Du gehst mal da oben hin. Und ihr fangt ruhig mal an, die Ziegen zu töten. So. Ihr bleibt vom Fluss weg. Mythische Einheiten kostengünstiger. Wäre auch ein interessanter Gedanke. Das Artefakt mal schnell einzusacken. Hier schwimmt ein Hai rum. So, du sammelst noch Nahrung. Und dann brauche ich noch drei von der Sorte. So, und dich bewege ich mal. Ganz schnell, ganz weit weg. Und hol mir mal ein paar weitere Geschützschiffe, die auf dich aufpassen. Theoretisch müsste ich auch mit den Geschützschiffen hier den Leuchtturm einreißen können. Wo ist... Jetzt der Wagen hin verschwunden. Oh. Ein paar Hammerschiffe. Also hier ist das eine ziemliche Marinemission eigentlich jetzt. Weil dann können mich schon mal nicht mehr die Piraten nerven. Und ich kann in Ruhe meine Flucht vorbereiten. Also da gehen mir die Piraten nur noch von hier aus auf die Nerven, was ich aber schnell ändern kann.
So, du bist noch im Weg. Du bist aber auch schnell kaputt. So. Genau, jetzt laufen nämlich alle Piratenschiffe, die von hier oben aus kommen, direkt auf diese Riffs auf. Boing, boing. Genau. Garrick. So, jetzt wird es mal Zeit, dass ich meine Axtkämpfer verbessere. Noch ein Goldsammler. Und dann verbessere ich mal mein Goldeinkommen. Und da wäre noch eine Goldmine gewesen. Ups. Egal. Also ja, der Wagen ist jetzt sicher. Jetzt muss ich ihn halt nur hier an den paar Türmen vorbei hinausbringen. Und am besten schicke ich dann nachher einen Landungstrupp darüber mit ein paar, mit meinen Helden. Oder wenigstens zwei Helden. Die Reliquien da einsacken. Nebenbei, wo ist Chiron? Achso, der hat die Reliquie weggebracht. Gut. Ich habe jetzt 5 Nahrungssammler. 5 Goldsammler. Ich brauche noch 3 Nahrungssammler nachher. Das hier sollte ich vielleicht mal erforschen. Jo. Ein Hammerschiff. Und ja, die Piraten kommen jetzt auf jeden Fall nicht mehr hier zu uns durch. Du bau mir mal eine Schmiede. Kostenlose Nahrung von Isis ist auch nicht verkehrt. Ich kann nicht mal einreißen. Mehr Reichweite für Gebäude, bessere Türme. Bessere Soldaten mal. Bessere Schleuder und Speerkämpfer vor allem. So, Schmiede wird gebaut. Weil ich weiß gar nicht, habe ich überhaupt... Ja, ich habe bereits Bronze-Waffen und Rüstungen. Bronze-Schilde wären noch nicht verkehrt. Auf jeden Fall können wir uns jetzt schon mal nicht mehr das Stück wegnehmen. Das heißt, wir bauen jetzt eine Armee auf, kümmern uns um die Anlage hier oben. Was haben wir denn noch? Sachmehl zu richten, extra Schaden bei Infanterie. Ah, mehr Schaden durch Sonnenschleuder. Also mehr Schaden durch Schleuderkämpfer. Und ja, man merkt, wir haben jetzt Ruhe von der Seeseite aus. Und wir haben, glaube ich, keine Schildkröte mehr, hä? Ja, scheinbar. Ihr baut mir noch eine Belagerungswaffenfabrik hier auf. Und dann erforschen wir mal das hier. Bessere Speerkämpfer wären auch nicht schlecht. Bessere Schleuderkugelkämpfer, jetzt haben wir kein Gold mehr. Also einer, der uns noch Gold besorgt. Sachmet schenkt ihren Wagenschützen knöchere Bögen und erhöht die Reichweite. Nee. Warum bin ich umgesinkt? Ah, aber ihr nervt. Und da sind wahrscheinlich auch gerade meine beiden. Okay, noch ein Hammerschiff. Interior.
Gereg. U-E-R. Tai-U. Tai-U. Ha. Gereg. N-Wedge. Nein, das ist zu gefährlich. Dich versenken wir mal und holen ein neues Transportschiff. Sicher ist sicher. Und verbessern mal den Goldabbau. Into you. U-E-R. So, ich könnte schwere Axtkämpfer mal 5 Stück raushauen. Und 5 Stück von denen. Und ja, jetzt hier könnte ich da einen Belagerungsturm bauen. Ramme des Westwinds, Sachmens Atem verleiht Belagerungsturm mehr Lebenspunkte. Und den Schmetterangriff. Oh, klingt böse. In Into you. So, das heißt, ihr landet hier mal dann. Dann können wir uns hier ein bisschen mit den Helden vergnügen. Entweder kommen sie aus dem gesicherten Hafen hier, den ich nicht angreifen will. Into you. Komm, noch eine. Verbessern wir mal lieber die Geschützschiffe. Into you. So, dich halte ich mal zurück. In Wedge. Ist mein Pharao noch hier unten? Ja, der ist noch hier unten. Der zählt ja als nicht als Held in dem Sinne. Auch wenn er ein Held ist. Also meine Helden kommen auf jeden Fall gut gegen die Truppen hier an. In Wedge. U-E-R. Jo. Dann machen wir noch den Tempel und alles hier kaputt. Und währenddessen gibt es neue Truppen. Into you. So, das sind jetzt schwere Cabinets. Und von denen baue ich auch noch mal eins gleich. So. Hier mehr Holz. Gold habe ich noch da drüben genug. Und jede Menge Holz hier hätte ich. Das ich sammeln könnte. NGO. Greg. U-I-R. Ne, ihr baut mir erst einmal noch die restlichen 4 Häuser. So. Dann habt ihr auch mal was zu tun. Ich finde das lustig. Das sieht aus, als ob sie Steine werfen. So, wir haben noch ein schweres Cabinet. Das bringen wir dahin. Ansonsten kann ich nicht großartig viel verbessern. Die beiden Verbesserungen hier auf jeden Fall noch. Und dann wird es langsam. Dafür brauche ich mehr Nahrung. Gold und Holz kommen jetzt langsam rein. Oh, das ist wiederum nicht so schön. In Wedge. Okay, jetzt brauche ich ein neues Transportschiff, um die von dort wegzuholen. So, die Verbesserung noch. Bessere Speerkehlträger. Nee, die greifen mich ja eh hauptsächlich mit Infanterie an. In which? Into you. So. In a direct. Eigentlich brauche ich hier gar nicht mehr so randalieren. Ich kann mich eigentlich jetzt gleich zurückziehen. Da den Hauptangriff gegen Nila hier machen. Auch wenn sie sich gerade ruhig verhalten. Und dann Truppen sammeln, dass ich sie dorthin ziehe.
um mich durchzuschlagen hinaus. Oh, der Gegner hat noch Truppen geschickt. Wie niedlich. In Wedge, ihre Berg. So. Alle einsteigen, bitte. Gary,